Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter den Bildschirmen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag mit dem Titel Wirkungsorientierte kommunale Prävention in Baden-Württemberg begrüßen. Bevor wir mit unserem eigentlichen Vortrag einsteigen, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen und uns kurz vorstellen. Ich bin Franziska Müller und leite seit Oktober letzten Jahres die Geschäftsstelle der gemeinsamen Zentralstelle Kommunale Kriminalprävention hier im Innenministerium. Das Ganze nennt sich dann kurz GEZ-KKP. Zu meiner Linken sehen Sie Toni Klingbiel. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter sowohl bei uns in der GEZ-KKP als auch beim Kompetenzzentrum gegen Extremismus. CONEX nennt sich das tätig. Und weiterer Co-Referent zu meiner Rechten ist Frank Buchheit vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Er ist für die Umsetzung unserer KKP-Fortbildung zuständig und hat auch bereits bei vielen anderen unserer Projekte mitgewirkt. Damit Sie in etwa einschätzen können, was Sie in den nächsten 30 Minuten erwartet, möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen Blick auf unsere Agenda werfen. Ich werde ganz zu Beginn auf die Entwicklungen der GEZ-KKP eingehen, also auf die Historie sowie deren Struktur und Aufgaben. Dabei werde ich auch unsere Arbeitsschwerpunkte aus dem vergangenen sowie dem laufenden Jahr darstellen. Anschließend wird uns Toni Klingbiel ein Forschungskooperationsprojekt vorstellen, was er federführend betreut hat. Bei dem Projekt haben Polizei und Studierende gemeinsam nach der optimalen KKP-Struktur im Landkreis Ravensburg geforscht. Und zum Schluss folgt dann noch ein kleiner Exkurs. Frank Buchheit wird uns interessante Einblicke in unsere modular aufgebaute Fortbildungsreihe Wirkungsorientierte KKP geben, mit der wir bislang rund 50 Personen schulen konnten. Jetzt aber zurück auf Anfang. Ich möchte jetzt kurz darstellen, was ist die GEZ-KKP überhaupt, seit wann gibt es uns und welche Bedeutung hat die KKP in Baden-Württemberg? Eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Die Anfänge reichen bis in die frühen 1990er Jahre zurück. In dieser Zeit gab es einen regelrechten Gründungsboom an kriminalpräventiven Gremien. Bereits 2002 haben wir dann das Projektbüro KKP im Innenministerium eingerichtet. Zwischenzeitlich war es dann aber so, dass wir Optimierungsbedarf festgestellt haben, sowohl was die Einbindung der Akteurinnen und Akteure anbelangt, aber auch bei der Vernetzung und bei der Struktur. Unter anderem war es so, dass einige KKP-Gremien in Baden-Württemberg wieder etwas eingeschlafen sind. Wir mussten daher die KKP neu aufstellen und sie der aktuellen Zeit anpassen. Diese Umstrukturierung erfolgte vor dem Hintergrund der Handlungsempfehlungen aus einer interministeriellen Projektgruppe, sicherer öffentlicher Raum. Und wenn wir jetzt weitergehen und uns die aktuelle Struktur der GEZ-KKP anschauen, vielleicht können Sie die Grafik noch ein bisschen größer ziehen, dann sehen Sie die Leitung und die Geschäftsstelle der GEZ-KKP. Die sind beim Innenministerium angesiedelt, genauer gesagt beim Landespolizeipräsidium. Und wir haben dann gemäß der Maxime Prävention ist Chefsache die GEZ direkt bei der Landespolizeipräsidentin angebunden. Weitere Mitglieder in der GEZ-KKP sind neben uns, also neben dem Innenministerium, noch das Kultusministerium, das Sozialministerium, das Verkehrsministerium, das Justizministerium, das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, aber auch die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände, die Hochschule für Polizei und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Sie sehen also, wir sind ein sehr großes Netzwerk und unser grundsätzliches Ziel ist es mal, kriminalpräventive Arbeit auf allen Ebenen im Land auszubauen. Wir wollen insbesondere die Vernetzung der im Land tätigen Präventionsakteurinnen und Akteure wieder mehr fördern. Außerdem initiieren und unterstützen wir auch neue Präventionsprojekte. Die finale Entscheidung über unsere strategischen Schwerpunkte, die erfolgt durch ein Lenkungsgremium, was relativ hochrangig besetzt ist. Und die eigentliche Umsetzung der Themen erfolgt dann durch die GEZ-KKP auf der Arbeitsebene.
Nach Beschluss des Lenkungsgremiums standen für das Jahr 2021 die Themenfelder Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und Nachbarschaften und Identifikationsräume im Fokus. Das erste Thema führen wir auch 2022 fort. Ja, was haben wir jetzt hier alles gemacht? Wir haben im Themenfeld Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, sind wir unter anderem aktuell dabei, ein ressortübergreifendes Konzept zu erarbeiten. Dieses soll Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst beinhalten und alle Phasen der Gewalt umfassen, also sprich der Prävention, der Intervention und der Nachsorge. Außerdem soll unser geplantes Konzept auch Angriffe im virtuellen Raum einbeziehen. Zur Erarbeitung der Konzeption hat unser Lenkungsgremium entschieden, dass eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt werden soll. Hier beteiligen sich neben den unterschiedlichen Ministerien auch die kommunalen Landesverbände, die Unfallkasse Baden-Württemberg, die Gewerkschaftsdachverbände BBW und DGB und auch eine Vertretung aus dem Bereich der Hauptpersonalräte. Genau. Ich weiß nicht, ob Sie es möglicherweise letzte Woche gesehen haben in der Pressemitteilung, aber wir haben letzte Woche gemeinsam mit weiteren Partnern eine Erklärung für einen besseren Schutz der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vor Gewalt unterzeichnet. Diese Erklärung soll dann der späteren Landeskonzeption als Präambel vorangestellt werden und ein starkes Zeichen setzen. Sie beinhaltet neben dem klaren Bekenntnis zum besseren Schutz der Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch ein Maßnahmenpaket, was zukünftig umgesetzt werden soll. Außerdem haben wir in diesem Themenfeld, jetzt sehe ich gerade, unsere Folien sind leicht vertauscht, also das wäre nochmal die Landeskonzeption und an dieser Stelle dann das Forschungsprojekt. Das ist ein weiteres Vorhaben, was wir in diesem Themenfeld haben. Das Forschungsprojekt ist, dass es weder in Baden-Württemberg noch deutschlandweit ein umfassendes Lagebild zu physischer und psychischer Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst gibt. Und gerade das wäre aus unserer Sicht wichtig und auch notwendig. Denn nur wenn wir eine beständige Datenerfassung über einen längeren Zeitraum hinweg haben, dann können wir auch Entwicklungen und Vergleiche in diesem Themenfeld sichtbar machen, sowie darauf aufbauend Maßnahmen der Prävention initiieren. Das Ziel unseres Projektes, das sehen Sie auch hier auf der Folie, das ist nämlich jetzt genau die Entwicklung eines solchen Instruments, was diese Daten erheben kann. Das soll letztendlich ein Instrument zur Erfassung und Auswertung von Gewaltvorfällen gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sein. Und es soll erstmalig flächendeckend und fortlaufend Daten zu derartigen Vorfällen erheben können und auch die Grundlage schaffen, um ein kontinuierliches und flächendeckendes Monitoring von Gewaltvorfällen zu ermöglichen. Wo stehen wir momentan bei dem Projekt? Es ist so, die von uns eingereichte Projektskizze, die wurde durch den Projektträger bereits als förderwürdig eingestuft. Wir arbeiten jetzt sozusagen an der zweiten Stufe des Antragsverfahrens. Die Einreichung des Vollantrags ist im Juli und erst wenn dieser genehmigt wird, haben wir auch einen Anspruch auf Förderung. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wäre der früheste Projektstart am 1. Oktober 2022. Dann würde ich weitermachen mit unserem zweiten Schwerpunktthema Nachbarschaften und Identifikationsräume. In diesem Zusammenhang haben wir gemeinsam mit der Hochschule für Polizei und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Handreichung zur Planung und Durchführung von Sicherheitsbefragungen erstellt. Sie enthält unter anderem wesentliche Aspekte zur Bedeutung und zur Durchführung von solchen Befragungen, als auch zur Umsetzung der Ergebnisse. Wenn Sie sich das näher anschauen möchten, können Sie die Handreichung auf unserer Webseite kostenlos abrufen. Außerdem haben wir noch eine kooperative Seminararbeit zum Thema kommunale Kriminalprävention und dialogische Bürgerbeteiligung begleitet. Initiiert wurde das Ganze von der Universität Stuttgart. Da Bürgerbeteiligung gerade mit Blick auf die Sicherheitsbelange regional sehr unterschiedlich gehandhabt wird,
soll diese Arbeit aufzeigen, in welchen Bereichen der KKP dialogische Bürgerbeteiligung ansetzen kann. Auch hier können Sie, wenn Sie weitergehende Informationen zu den Beteiligungsformen haben möchten, die Arbeit auf unserer Webseite kostenlos abrufen. Jetzt habe ich schon zweimal unsere Webseite angesprochen. Auch das ist jetzt von unserer Seite was gewesen, was wir erneuert haben, gerade um unseren Ansprechpartnern im Bereich der KKP immer aktuelle Inhalte zur Verfügung stellen zu können. Wir haben unter anderem, das sehen Sie jetzt hier rechts auf der Folie, eine interaktive Karte eingestellt. Die liefert eine Übersicht von zahlreichen Gremien und Vereinen in Baden-Württemberg und soll schlicht dazu dienen, dass die Ansprechpartner im Bereich der KKP effizienteren Kontakt zu anderen Akteurinnen und Akteuren knüpfen können. Außerdem haben wir auf unserer Webseite auch Datenbanken und Fördermöglichkeiten von KKP-Projekten verlinkt. Und zusätzlich können Sie auch, wenn Sie auf den Reiter Veröffentlichungen gehen, unsere eigenen Produkte einsehen, beispielsweise den 3- bis 4-mal jährlich erscheinenden Newsletter von uns, KKP Kompakt, oder auch dann zukünftig ab dieser Woche den Jahresbericht der Getz KKP, den wir vermutlich heute oder morgen einstellen werden und der dieses Jahr zum ersten Mal erscheint. In der Rubrik Veranstaltungen informieren wir außerdem über aktuelle wichtige Veranstaltungshinweise. Dann möchte ich ganz zum Schluss noch auf eine Besonderheit bei uns eingehen, die eigentlich aus der Corona-Pandemie raus entstand. Und zwar haben wir im letzten Sommer die Videoreihe Knackpunkte ins Leben gerufen. Hintergrund war der, dass wir unsere Fortbildungsveranstaltungen pandemiebedingt absagen mussten und uns dann überlegt haben, was können wir denn alternativ anbieten. So entstand dann die Idee, diese Live-Konferenzen anzubieten, die wir gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg und dem Kompetenzzentrum gegen Extremismus durchgeführt haben. Insgesamt waren das 4 Folgen. Die Expertinnen und Experten, die wir eingeladen haben, haben über aktuelle Entwicklungen, Aufgaben und Chancen im Themenfeld der KKP berichtet. Außerdem wurden hier auch Aspekte der Extremismusprävention vorgestellt. Jede Folge ging etwa über 90 Minuten mit 2 Referenten, die dann ihr Fachwissen den Zuschauenden vorgestellt haben. Und die Zuschauenden konnten interaktiv per Chat oder Videofunktion an der Live-Konferenz teilhaben und hatten auch die Möglichkeit, entsprechende Fragen zu stellen. Die Themen reichten insgesamt von Sicherheitsaudits, die Entwicklung der KKP-Gremien im Land, bis hin aber auch zu konkreten Präventionsstrategien wie Communities that Care. Die Aufzeichnungen der Veranstaltungsreihe sind auf unserer Website kostenlos zum Nachschauen abrufbar. Hier sehen Sie jetzt beispielsweise noch ein paar Bilder. Das hat noch meine Vorgängerin moderiert, die ehemalige Leiterin der Getz KKP. Und bei der 4. Folge durfte dann auch schon ich persönlich ran, gemeinsam. Jetzt haben wir jetzt Toni Klingbiel, der Ihnen unser KKP-Projekt in Ravensburg vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Franziska. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun eines unserer Projekte etwas detaillierter darstellen, welches wir gemeinsam mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg sowie dem Polizeipräsidium Ravensburg und dem Landkreis Ravensburg durchgeführt haben. Das Projekt versinnbildlicht in gewissem Sinne die Servicefunktion, die wir in der Geschäftsstelle der GZKKP für die Akteure der kommunalen Kriminalprävention auf der lokalen Ebene einnehmen möchten. Und einen kurzen Blick auf die Historie der KKP in Ravensburg. Die Städte Ravensburg und Weingarten, die beide im Landkreis Ravensburg liegen, waren neben Calw und Freiburg Vorreiter der Umsetzung der KKP in Baden-Württemberg. Bereits 1993 bzw. 1994 wurde hier mit dem durch das Innenministerium initiierten Pilotprojekt Kommunale Kriminalprävention begonnen. Anfang der 2000er wurde mit der Einrichtung der Lenkungsgruppe Kommunale Kriminalprävention die Steuerung auf die Landkreisebene gehoben und 2016 noch einmal neu strukturiert.
Die Lenkungsgruppe setzt sich seitdem unter der Leitung des Landrats, aus dem Sozialdezernenten und der Leitung des Jugendamtes sowie den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden des Landkreises, Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft, Amts- und Landgericht, Schulamt und des Weißen Ringes zusammen. Im vergangenen Jahr nun wurde die Entscheidung getroffen, das Gremium vorerst ruhen zu lassen. Und mit dieser Entscheidung steht Ravensburg, Und mit dieser Entscheidung steht Ravensburg nicht allein da. Mit Ausnahme von Niedersachsen und Hessen zeigen Studien einen bundesweiten Rückgang kommunaler Kriminalpräventionsgremien in den letzten 10 bis 15 Jahren. Dies gilt insbesondere auch für Baden-Württemberg. In der hier dargestellten Fortschreibung ihrer Bestandsaufnahme von 2007 konnte Verena Schreiber im Jahr 2018 einen Rückgang der identifizierten Gremien in Baden-Württemberg um fast die Hälfte feststellen. Die Gründe für den festgestellten Rückgang sind dabei vielfältig. So mögen etwa Problemfelder weggefallen sein oder Netzwerke stellten ihre Arbeit aufgrund fehlender finanzieller oder personeller Ressourcen ein. Elementar für Erfolg und Fortbestehen kommunaler Kriminalpräventionsgremien sind aber auch die gewählte Struktur und Anzahl und Vielfalt der beteiligten Akteure. So stellte Verena Schreiber etwa fest, dass die Bewertung der Effektivität der eigenen Arbeit häufig in Zusammenhang mit der Beteiligung bestimmter, nahräumlich agierender Akteursgruppen steigt. Dennoch existiert natürlich keine Blaupause, die hinsichtlich Struktur und Zusammensetzung einfach von einem erfolgreichen kommunalen Präventionsgremium auf ein anderes übertragen werden könnte. Vielmehr sollte den ortsspezifischen Rahmenbedingungen und Erfordernissen Rechnung getragen werden. Als sich jetzt also das Polizeipräsidium Ravensburg im vergangenen Jahr an die GZKKP wandte und um Unterstützung bei der Neuaufstellung der KKP im Landkreis bat, wollten wir uns genau hier einbringen. Wir wollten die lokalen Akteure dabei unterstützen, eine den ortsspezifischen Rahmenbedingungen und Erfordernissen gerecht werdende optimale Struktur der KKP im Landkreis Ravensburg zu finden. Dies ließ sich dann auch noch hervorragend mit bei uns und beim LKA bereits bestehenden Überlegungen dazu, wie das Thema KKP noch stärker, vor allem in der Ausbildung von Verwaltungsfachkräften positioniert werden kann, verbinden. Wir setzten uns also mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg in Verbindung und fanden dort schnell Herrn Professor Dr. Steinhorst, der den Vertiefungsbereich Polizei und Ordnungsverwaltung im Bachelorstudiengang Public Management verwaltet. Herr Professor Dr. Steinhorst und auch seine Kollegin Frau Professor Dr. Bunk waren sehr angetan von unserer Idee eines studentischen Forschungsprojektes und schlugen vor, dass wir das Projekt in der in diesem Vertiefungsbereich vorgesehenen AG gemeinsam umsetzen. Und das taten wir dann auch. Wir starteten im September vergangenen Jahres mit einer Auftaktveranstaltung, in der den 50 Studierenden die beteiligten Akteure vorgestellt wurden. Freundlicherweise sprach in dem Rahmen auch der Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg, Herr Polizeipräsident Stürmer, ein Grußwort und legte den Studierenden die Bedeutung der kommunalen Kriminalprävention ans Herz. Ebenso stellten sich die Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises und der Gemeinden vor und äußerten als Bedarfsträger ihre Erwartungen an das Projekt. Und natürlich haben wir in diesem Rahmen den Studierenden die Ziele sowie die angedachte Struktur und Arbeitsweise dieses studentischen Forschungsprojektes erläutert. Die Veranstaltung fand, wie auch die folgenden Veranstaltungen, pandemiebedingt leider nur digital statt, sodass ich Ihnen hier leider keine schönen Fotos präsentieren kann, die diese textlastige Präsentation etwas aufhübschen könnten. Nach der eher organisatorisch geprägten Auftaktveranstaltung führten wir dann auch eine thematische Einführungsveranstaltung durch, um die Studierenden bestmöglich auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Den Einstieg machte die Geschäftsführerin des KKP-Gremiums in Freiburg, Sabine Burkhardt, die von ihren langjährigen Praxiserfahrungen in dem Bereich berichtete. Im Anschluss stellte Herr Kriminalhauptkommissar Suckel vom Polizeipräsidium Ravensburg den Status quo der KKP im Landkreis vor. Den Schwerpunkt der Veranstaltung bildete jedoch die wissenschaftliche Einführung in das Themenfeld kommunale Kriminalprävention durch Herrn Kriminaldirektor Dr. Wachter von der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Schlussendlich frischte Herr Professor Dr. von der HVF Ludwigsburg das methodische Wissen der Studierenden bezüglich qualitativer Forschungsmethoden, insbesondere Experteninterviews, auf. Darüber hinaus haben wir den Studierenden eine Literaturliste mit Basis- und Vertiefungsliteratur zum Thema erstellt und übersandt. So, wie war nun die anschließende Arbeitsphase der Studierenden aufgebaut? Da wir in der GZKKP und beim LKA nur begrenzte Ressourcen zur Betreuung zur Verfügung standen, sollte das Projekt in Selbstverwaltung der Studierenden durchgeführt werden. Um dies zu unterstützen, haben wir ihnen aber eine grundlegende Projektstruktur vorgegeben. Dazu wurde das Projekt in die links stehenden Bereiche aufgeteilt, für die unterschiedliche Arbeitsgruppen von jeweils 5 bis 6 Studierenden zuständig waren. Im Schwerpunktbereich Erhebung von Strukturen und Ressourcen waren insgesamt 5 Arbeitsgruppen für verschiedene Akteure zuständig.
Neben Literatur- und Dokumentenanalyse sowie statistischer Auswertung wurden die benötigten Daten ganz überwiegend in insgesamt 50 Experteninterviews mit Fachkräften aus den hier dargestellten Tätigkeitsbereichen im Landkreis Ravensburg erhoben. Zusätzlich gab es eine koordinierende Arbeitsgruppe, die URG 1, die den Austausch von Informationen zwischen restlichen Arbeitsgruppen sicherstellte und das Vorgehen koordinierte. Beispielsweise prüfte diese Arbeitsgruppe die alle Interviewleitfäden darauf, dass Fragen zu Themen enthalten sind, die von den anderen Arbeitsgruppen jeweils wiederum für ihr Themenfeld benötigt werden. Wir haben den Studierenden zur Unterstützung noch einen Arbeitsplan erstellt, der für jede Unterarbeitsgruppe die jeweiligen Ziele des Arbeitspaketes, die Beschreibung der dazu notwendigen Arbeiten und die erwünschten Ergebnisse aufführt. Beispielhaft sehen wir hier links die Beschreibung für die URG 6, die Interviews mit den Fachkräften und Leitungen in den Verwaltungen des Landkreises sowie der Städte Wangen und Leutkirch durchführte. Rechts sehen wir dann noch einen vorgeschlagenen zeitlichen Ablauf, der insbesondere die jeweiligen zeitgerechten Zulieferungen der Arbeitsgruppen untereinander sicherstellen sollte. Pro Woche standen den Studierenden im Rahmen ihrer AG insgesamt 4 Semesterwochenstunden zur Verfügung. Die GEZKKP und das LKA unterstützen die Studierenden unter anderem durch die bereits erwähnten einführenden Veranstaltungen und die zusammengestellte Fachliteratur. Zusätzlich nahm ich an den wöchentlichen Besprechungen der koordinierenden UAG 1 teil und stand diesem mit Rat und Tat beiseite. Den anderen Unterarbeitsgruppen stand ich für Fragen und Hilfestellungen über die jeweiligen UAG-Leiterinnen und Leiter zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützte Herr Bucher, den Sie gleich noch sehen werden, vom LKA noch weitergehend, indem er beispielsweise die UAG 4 durch die Untiefen der polizeilichen Kriminalstatistik lotste. Zum Abschluss des Projekts stellten die Studierenden ihre Befunde den Verantwortlichen aus Landkreis- und Gemeindeverwaltungen sowie Polizeipräsidium vor und erarbeiteten eine mögliche Struktur zur Neuaufstellung der KKP im Landkreis Ravensburg. Außerdem erstellten sie einen Abschlussbericht bzw. eher mehrere Berichte, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Ergebnisse der anderthalbstündigen Präsentation und der etwa 150 Seiten Berichte kann ich jetzt hier leider im Einzelnen nicht darstellen. Sie sind allerdings ohnehin sehr ortsspezifisch und nur äußerst begrenzt übertragbar. Wenn Sie dennoch daran Interesse haben sollten, werden Sie den Abschlussbericht in hoffentlich naher Zukunft auf unserer Webseite einsehen können. Ich möchte zum Abschluss aber noch kurz auf unsere Erfahrungen mit dem Projekt eingehen. Zunächst ist einmal zu erwähnen, dass die Hochschule für öffentliche Verwaltung zumindest in Baden-Württemberg oder die Hochschulen zumindest in Baden-Württemberg sehr praxisorientiert ausbilden und folglich freut man sich dort gemeinhin sehr über Anfragen wie die unsere, die sehr viel Praxisinput für die Studierenden bedeuten. Durch uns, aber auch durch die Interviewpartner vor Ort konnte dieser Praxisinput gewährleistet werden. Wenn man nicht gleich ein gemeinsames Projekt, Forschungsprojekt, wie auch immer aufsetzen möchte, lohnt es sich aus unserer Sicht dennoch, bei den Verwaltungshochschulen mal anzufragen, ob nicht Interesse an Praxisthemen für Bachelorarbeit oder Masterarbeiten besteht, gegebenenfalls auch mit einer Betreuung. Für uns hatte die Kooperation mit der Hochschule auch den Charme, das Thema in der Ausbildung präsenter zu machen. Während die Fortbildungsangebote, auf die Herr Buchert ja auch gleich noch zu sprechen kommen wird, während die Fortbildungsangebote natürlich von den Personen hauptsächlich angenommen werden, die sich bereits mit dem Thema KKP befassen oder zeitnah mit der Befassung beauftragt werden, haben wir über diese Einbettung in den Bachelor Public Management die Möglichkeit gehabt, das Thema zumindest in der Verwaltung noch breiter zu vermitteln. Wir gehen aus dem Projekt nun mit 50 Beamten des gehobenen Dienstes heraus, die aufgrund des gewählten Vertiefungsbereiches Polizei und Ordnungsverwaltung ganz überwiegend in der kommunalen Ordnungsverwaltung gelandet sein werden und die sich über ein halbes Jahr hinweg sehr intensiv mit der Bedeutung und den Herausforderungen der KKP auseinandergesetzt haben und diese Erfahrung sicherlich auch in ihre Arbeitspraxis mitnehmen. Das Feedback der Studierenden war grundsätzlich positiv, jedoch wurde die Verständlichkeit der Einführungsveranstaltung bemängelt. Hier müssten wir bei einer Wiederholung des Projektes einige Anpassungen vornehmen. Beispielsweise die ersten 1-2 Literaturstücke bereits im Vorfeld der Einführung der Einarbeitung zur Verfügung stellen und auch in den Vorträgen selbst noch etwas grundlegender einsteigen. Ein weiterer Kritikpunkt, der von den Studierenden aufkam, war eine im Verlauf des Projektes sehr schwankende Arbeitsbelastung. Das Projekt war mit einem recht straffen, im Nachhinein definitiv zu straffen Zeitplan versehen. Verzögerungen bei den Interviews oder verspätete Zulieferungen anderer Arbeitsgruppen führten zu Leerlauf und konnten in den regulär zur Verfügung stehenden 4 Semesterwochenstunden im Nachgang dann nicht mehr kompensiert werden. Bedeutet für uns, der Zeitplan sollte bei einer Wiederholung deutlich mehr Puffer beinhalten und ganz grundsätzlich sollte die Abhängigkeit der Arbeitsgruppen untereinander minimiert bzw. ganz abgestellt werden.
Am Ende muss man sagen, 50 Studierende an einem Projekt waren schlichtweg zu viel und hier müssten wir stattdessen in Zukunft bei möglichen Wiederholungen mehrere voneinander abgegrenzte Projekte umsetzen. Das Feedback der Bedarfsträger nach der Präsentation der Ergebnisse war ebenfalls positiv. Nichtsdestotrotz müssen wir dies noch als vorläufig bewerten, da in der Präsentation noch einige Punkte für die Bedarfsträger unklar geblieben sind und wir ihnen leider noch nicht den finalen Abschlussbericht übersenden konnten. Hier war leider eine noch umfängliche Überarbeitung oder ist tatsächlich noch eine umfängliche Überarbeitung und Synthetisierung der ca. 150 Seiten UAG-Berichte notwendig. Das war den Studierenden aufgrund der Verzögerung im Projektablauf leider nicht mehr selbst möglich und mussten nun durch uns erfolgen. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, stehe natürlich am Ende noch für Fragen zur Verfügung und darf an dieser Stelle auch Frank Buchheit überleiten, der Ihnen nun unsere gemeinsame Fortbildungsreihe vorstellen wird. Teilnehmende sehen es an der Uhrzeit, dass ich jetzt etwas mich sputen muss. Das Ganze wird nachher auch im Internet übertragen werden. Insofern können wir da vielleicht auch noch nachliefern. Franziska Müller hat zum Anfang bereits schon erwähnt, dass es einen Kabinettsausschuss gab, der unter anderem unter dem Thema Stärkung der Sicherung im öffentlichen Raum die Weiterentwicklung der kommunalen Kriminalprävention vorsah. Konkret waren neben vielen anderen Maßnahmen war gefordert, ein modulares, zielgruppenorientiertes Fortbildungsprogramm für kommunale Präventionsakteure zu initiieren, das nach wissenschaftlichen Standards qualitativ hochwertige Aktivitäten ermöglicht, die von den Leuten durchgeführt werden sollen. Wir hatten ein ähnliches Angebot schon vorher getestet. Insofern haben wir darauf aufgebaut und ein spezielles Angebot entwickelt, was ich Ihnen jetzt vorstellen will. Zunächst aber noch kurz zu den Entwicklungen, die Franziska Müller und auch Toni Klingbeil vorhin schon angedeutet hatten, die sich in der KKP abgezeichnet hatten. Zu Beginn der kommunalen Kriminalprävention war die KKP noch von sehr vielen Moden gekennzeichnet, denen dann viele Leute gefolgt sind. Mittlerweile haben sich aber beispielsweise die Beccaria-Standards einfach durchgesetzt, sodass mittlerweile ein sehr viel mehr ursachenorientiertes Vorgehen im Fokus steht. Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch unterschiedliche Präventionsverständnisse, beispielsweise im Bereich Kultus, aber auch in anderen Bereichen geht man eher von diesem sehr sicherheitsbehördlich orientierten Begriff weg und fasst es weiter als kommunale Prävention, was wir dann eben auch aufgegriffen haben. Sie kennen das über die verschiedenen Präventionstage, dass das Thema Evidence-Based Prevention mittlerweile State of the Art ist und demzufolge ein weiterer Anspruch an uns war, das aufzugreifen. Und Toni Klingbeil hat ja auch gerade schon die Verena-Schreiber-Studie erwähnt, die eben einen Rückgang der Aktivitäten gezeigt hatte. Diese Veränderungen waren dann eben zusätzliche Anforderungen bei uns in der Konzeption von dem Angebot. Wir haben zudem damit gerechnet, dass wir sehr unterschiedliche Vorkenntnisse haben bei den Teilnehmenden der kommunalen Verwaltung, die Hauptzielgruppe waren, weswegen wir auf jeden Fall ein KKP in aller Kürze vorschalten wollten und mussten. Wir wollten auf jeden Fall die Beccaria-Standards, Grüße gehen raus nach Niedersachsen, auf jeden Fall beinhalten, weil wir das als Best Practice ansehen und auch gerne in Baden-Württemberg transportieren. Wir sehen es als unerlässlich an, sowohl kriminologische Grundkenntnisse zu vermitteln, aber natürlich auch sowas wie evaluatives Denken, weil das Ganze ja eben wirkungsorientierend sein soll. Im Flächenland Baden-Württemberg war es für uns logisch, dass wir in die Regionen geben müssen. Wir haben uns an den Regierungspräsidien orientiert und demzufolge 4 Einzelveranstaltungen konzipiert. Der Kern der Fortbildungsreihe war dann im Wesentlichen der modulare Aufbau. Hier hatten wir einen Lehrbrief, den wir vorgeschaltet haben zum Selbststudium. Jeweils zweitägige Seminare fanden dann in Präsenz statt. Und wir bieten uns im Anschluss als Coaching-Partner für die Teilnehmenden an. Didaktisch baut es auf einen Blended-Learning-Ansatz auf. In den Präsenzphasen spielen wir ein Planspiel durch, das sich an realen Gegebenheiten orientiert, was insbesondere die Vernetzung der Teilnehmenden vor Ort dann eben auch fördert. Ganz kurz zu den Ergebnissen noch. Wir haben parallel ein Monitoring- und Evaluationssystem aufgebaut. Wir sind jetzt bei ca. 3/4 der Ergebnisse schon angekommen. Die letzte Veranstaltung startet erst morgen. Insofern haben wir aber auch schon belastbare Zwischenergebnisse. Die meisten Teilnehmenden nahmen als gemischtes Doppel an unserer Maßnahme teil, was dann wiederum eine schöne Sache ist, weil unterschiedliche
Organisationen und Informationsstände zusammenkommen und kamen, die sich ergänzen können. Was sehr produktiv war, war das Leitbild, das wir geprägt haben des zukünftigen Präventionsmanagers, was eine einende Wirkung hatte. Sehr positiv bewertet wurde auch unser Lehrbrief, der sehr umfangreich geraten ist und aber auch in der Folge als Nachschlagewerk, Referenzquelle und Kopiervorlage genutzt werden kann. Die methodische Umsetzung fand sehr großen Anklang. Die simulierte Praxis im Planspiel galt als sehr praktisch und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss man dazu sagen. Der wissenschaftliche Ansatz kam nicht zu kurz, es war trotzdem praktisch, es wurden Erfahrungen berichtet, es wurden in kleinen Gruppen zusammengearbeitet und auf die Weise auch die bidirektionale Kommunikation zwischen den Zentralstellen GZKKP und der KKP vor Ort gefördert. Wenn ich jetzt zu den Lessons Learned noch eine Minute kommen darf. Die KKP ist jetzt nicht unbedingt ein New Kid on the Block, kann man nicht mehr unbedingt sagen, sondern eigentlich ein Best-Ager oder im besten Alter mittlerweile. Und sie kämpft auch ein bisschen mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wo gesellschaftliches Engagement gerade nicht besonders en vogue ist. Sie ist aber weiterhin ein hervorragender Ansatz, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die Sicherheit im öffentlichen Raum. Inwiefern es jetzt bei uns noch gelingt, die schwer erreichbaren Gruppen wie Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft, Minderheiten und Marginalisierte aufzugreifen, ob der Kommunitarismusvorwurf weiterhin auch in Baden-Württemberg lanciert werden kann, das wissen wir noch nicht. Das wäre ein Outcome, zu dem wir jetzt noch nicht sagen können. Wir haben aber über die Fortbildung die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, dass wirkungsorientierte kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg gefördert wurde. Insofern traue ich mir zu, von einer wirkungsvollen Maßnahme zur Förderung der KKP in Baden-Württemberg zu sprechen.